Jo Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Enigmatis. Und ich habe jetzt noch ein bisschen rumprobiert und ich habe es tatsächlich gelöst, ohne den Tipp zu nehmen. Und zwar musste ich hier die Figuren so hin und her schieben, dass die hier eine Dreierreihe bilden. Und zwar konnte man dann immer nur entweder eine in die Mitte schieben, damit dieser Platz hier frei wurde, wo diese Verbindungslinie herführt, beziehungsweise diese Verbindungslinie, und konnte dann die Figur von hier nach da dann zum Beispiel schieben. Oder von, wenn die in die Mitte gegangen ist, von da nach da. Und so konnte ich die Sachen dann anordnen. Das hat jetzt ein bisschen gedauert, aber es hat auf jeden Fall funktioniert. Da bin ich schon mal sehr froh drüber. So. Jetzt nehmen wir mal hier den Tropfen. Und der Tropfen, der musste doch irgendwo hin, ne? Wo war das nochmal? In der Form eines Tropfens. Wo war das nochmal? War das nicht hier oben irgendwo? Nee, das hat Herz. In der Form eines Tropfens. Ne, hier war das auch nicht. Mal eben auf die Karte gucken. Das war im unterirdischen Gewölbe, ne? Klippe beim Anwesen war das. Klippe beim Anwesen. Zum Baum, zum Anwesen. Hier kam ich ja nicht durch. Klippe beim Anwesen. Bin ich jetzt doof? Hinter dem Anwesen. Ah. Genau, hier war das. Mit dem Tropfen. Und da habe ich jetzt was gefunden. Oha, eine Metallstange und eine Holzfeder. Sehr gut. Mit der Metallstange kann ich das hier wegrubbeln da. Aha, der Wasserfluss wird elektronisch gescheuert. Ich muss ihn durch einen Kurzschluss deaktivieren. Kann ich ihn dann mal so hier reinpacken? Oder so. Gehen wir mal in die Höhle rein. Oh. It's the Simpsons camper. How did it get here? And my car. Among dozens of others. Krass, Autofriedhof. Perfekt. Schmetterling. So, haben wir noch irgendwas? Da blinkt was. Genau, Beweise haben wir. Wir haben noch einen Schmetterling. Was ist hier? Hier fehlt was, ne? Der Besitzer des Autos muss den Autoschlüssel gehabt haben. Vor ewigen Zeiten. Okay. Hier ist noch ein Schmetterling. Und hier liegt ein Brief. Liebe Mama und Papa, wir haben die Küste endlich erreicht. Heute campen wir in einem alten Naturpark. Es ist unheimlich hier und Mark denkt, dass er schon längere Zeit verlassen ist. Wir schreiben bald wieder. In Liebe Sharon und Mark. Was ist mit der Person geschehen, die sie schrieb? 1978? Krass. Okay, ist da noch mehr drin? Mhm. MR, Initialen. Sonst noch was hier von Interesse für uns? Beweise? Autofriedhof. Hier kann der hin, oder? Now dozens of abandoned cars. It's starting to make sense. Illusion. So this is how the whole thing works. The ruined and deserted park veils itself with an illusion of prosperity. Sometimes luring in unwitting travelers just passing by. Then the illusion fades, revealing the true darkness underneath. But for the innocents who get trapped here, it's already too late. Like flies caught in a spider's web, the spider is already on its way. The cars of the dead are dumped deep in a cave.
Their bodies are left in the catacombs to rot. There's only one more question, then. Why? The only place where you might find the answer is Whitmarsh's mansion. You have no other option but to break inside. Na, perfekt. Why illusion? Tell me more. The park was abandoned before Whitmarsh conceived of using it as a trap. Had he revived it, the risk of the murders coming to light would have been much higher, because people would visit it deliberately, and every disappearance could be linked to this place directly. No, he only catches random passers-by, activating the illusion just before the gate pulls into their view. A camper or motorhome is the perfect target. Those are reserved for the longest trips. No traces are left behind. So, barring some freak incident like a police detective accidentally showing up. See what I mean? By the way, this should help you make your way to Whitmarsh's estate. Oh, super. Da haben wir eins von diesen fehlenden drei Scheibenstücken bekommen. Und jetzt müssen wir mal gucken. Das kann ich immer noch nicht verwenden. Mal eben gucken. Hupsala. Klippe beim Anwesen. Da sind wir ja. Tunnel ist auch noch eine verfügbare Handlung. Im Tunnel ist noch eine verfügbare Handlung. Ne, Quatsch. Im Tunnel ist noch eine verfügbare Handlung. Bei ihm nochmal, oder was? Mal eben kurz einen Tipp nehmen. Ja, hier auf dem Beweisbrett. Tatort. Was ist denn hier mit dem... Die Rolle der Verkäuferin. Whitmarshs Anwesen. Habe ich denn noch irgendwo ein Beweisstück? Initialen. Die sind kein. Nee, hier ist alles angecheckt. Da gehört's nicht hin, da gehört's nicht hin und da gehört's nicht hin. Das verrät mir dies nicht. Das auch nicht. Wo könnte das denn hinkommen? Die Börse. Na. Hä? Nee, hiermit hat die Börse hat hier nichts mit zu tun. Ach Mann, ey. Vielleicht sollte ich mal direkt auf die Börse tippeln, nicht Dovi. Ach Gott, wie süß. Turteltauben nicht viel älter als Anfang 20. Sie sehen so glücklich aus. Okay. Tatmotiv? Nee. The ticket seller. That must be her in the picture. And in this photo, it's the same person. Where did you find it? Down there, in the dungeon. They were engaged. It's as I feared. She's a victim, then. Why would Whitmarsh keep her alive? Wait. I don't remember why, but I must watch. I must watch. If anything happens, I must... A watchman? Evidence. This is referring to her. She had all that stuff from the victim's cars with her. This is the evidence being referenced here. This has to mean Whitmarsh is compelling her. He uses her as a watchdog to alert him if anyone enters the park, and to keep an eye on them once they're inside. But she still retains some of her memories.
She remembered the locket. You could try to bring her back memories. Even the harmful ones may break her hypnosis, which Whitmarsh has no doubt exploited. Memento, okay. Das muss ich ihr dann geben, aber mal ganz ehrlich, der Typ, ne? Der sieht doch aus wie Whitmarsh in Jung. Guck mal, der Zickenbart hier. Und dann das Bärtchen bei ihm hier. Der hatte da auch so ein Bärtchen. Ich vermute fast, dass das Whitmarsh in Jung ist irgendwie. Okay, wir gehen mal gucken. Wir müssen ja nochmal zu ihr. Wir haben im unterirdischen Gewölbe haben wir noch was zu tun. Was haben wir denn hier noch drin? Holzfeder. Ah ja, genau, die Holzfeder. Die muss doch... Ne, warte, die Holzfeder muss hier oben hin, ne? Genau, hier muss die hin. Zwei Federn brauche ich da. Ich gehe erstmal zu ihr zurück. Ach nee, guck mal, hier ist auch noch ein Wimmelbild. Bevor wir zu ihr zurückgehen, machen wir das nochmal eben. Eine Karte, eine Lupe, eine 5. Da haben wir schon mal die 5. Eine Karte haben wir hier hinten. Eine Lupe haben wir hier. Drei Ratten, ein Dolch und ein Anhänger. Eine Ratte. Ein Dolch und ein Anhänger. Hier ist der Dolch. Der Anhänger ist hier. Das war eine tote Ratte. Aber auch eine Ratte und eine Schattenratte. Dann brauchen wir die Unendlichkeit und Weintrauben. Einen Weintrauben haben wir hier und die Unendlichkeit haben wir... Hier, die 8. Scheibenstück, Rubinkreuz, Eremit und Asche. Scheibenstück, Rubinkreuz. Ja, Rubinkreuz, Eremit und Asche. Hier ist auch noch ein Rubin. Hier muss doch irgendwo... Der ist der Eremit. Und Asche. Wo ist denn hier Asche? Und mir... hier ist das Kreuz jetzt. Und die Asche ist... Da ist eine Fliege. Asche. Ah, hier. Die Urne lässt sich absolut nicht öffnen. Ich könnte sie jedoch zertrümmern. Womit können wir die denn mal zertrümmern? Hiermit vielleicht? Nee, mit der Feder. Hiermit. Klonk. Und die Asche haben wir. Und wir bekommen noch ein Scheibenstück. 2 von 3. So, und jetzt gehen wir mal zurück zu der Tante da. Hier sind wir hoch, ne? Genau. Und dann quatschen wir jetzt noch mal kurz mit ihr. I remember. Mark! It's Mark. I remember now. Where is he? We came here. He? No? A very long time ago. We camped here, in this abandoned old heritage park. Whitmarsh caught us. He killed my friend. And Mark, my fiancé. I was left alive, but I don't know why. How many years have passed? It's all so blurry. Like a dream. No, a nightmare. I feel it's a blessing just to breathe again. I've been suffocating for so long in the dark. Thank you. Whoever you are, and whatever you're doing here, I fear there's not much I can do for you in return. But take this. If you stumble upon my old van, maybe you'll find something useful there. How many years have passed? Please, I need some time to collect myself.
Aha, das nehmen wir doch gerne. Super, dann haben wir nämlich, den Wagenschlüssel gefunden, den wir hier hinten an dem Autofriedhof hier mal eben einsetzen können, glaube ich. So, mach mal auf das Ding. Was haben wir denn hier, einen Wagenheber? Achso, da liegt ja auch noch was drin. Oha. Noch ein Beweisstück. Nur eine Metallstange. Da ist nichts mehr. Hier. Oh, was können wir denn? Ich kann sie nicht allein mit meinen Händen öffnen. Dann nimm mal die Metallstange. Ich benötige etwas Schweres. Ein Wagenheber vielleicht. Ah, Tatsache. Super. Dann lass uns mal eben reingehen. Ah, Tatsache. Schmetterling. Was haben wir da? Mit Mehlsack. Da können wir rausgehen. Was haben wir hier? I remember this casket. It was under the bed when I first explored the camper. Aha. Hier gehört ein Schmetterlingssymbol rein. Das vielleicht? Nein. Das vielleicht? Ja. Was wäre es mit dem... Wie wäre es mit dem Pinken? Genau, das legen wir dann nochmal drüber. Und dann kriegen wir hier noch zwei Fotos. Man sieht, wie sehr sie ihre Tochter liebt. Sie sehen glücklich aus. Becky and her mom. I remember being that age. We didn't always get along when I got older. But they look happy here. Like best friends. Mhm. Den Ring können wir mitnehmen, die Schere. Ich darf sie nicht enttäuschen. Aber das war's von uns schon soweit, ne? Die kann ich mir nochmal angucken, aber das war's schon. Dann gehen wir mal einen Schritt zurück. Das Netz hält den Flüssigstickstoff gut gesichert. Kann man das aufschneiden? Tatsache. Ansonsten haben wir hier nichts mehr, ne? Na, dann lass uns mal wieder zurückgehen. Oha, da fehlt noch was. Ah, hier ist noch der andere, die andere Holzfeder. Perfekt. Aber halt mal eben. Was muss hier rein? Einer der Steinkreise fehlt. Dann setzen wir jetzt erstmal die Holzfedern ein. Moment. So, und da bekommen wir auch ein Rätsel. Ein Rätsel. Nutze die Steuerfelder, um die Bluttropfen gleichzeitig zu schieben. Oder verschieben. Liefere jeden Bluttropfen oben ab. Oi, oi, oi. Ja, Prost, Mahlzeit. Werden ja immer schwerer, die Biester. So, wir gehen jetzt einmal rechts und dann einmal hoch. Dann gehen alle bitte einmal... Und die zwei gehen einmal nach links und einen nach oben. So, jetzt nochmal nach links. Einen nach oben. Jetzt müssen wir alle einmal nach rechts.
Und dann einen nach oben. Dann einmal alle nach links. Wir müssen die gleichzeitig abliefern, ne? Liefere jeden Blutstropfen oben ab. So, wenn ich jetzt noch einen nach oben gehe. Ich gehe mal einen nach oben. So, der ist schon mal da. Dann muss ich jetzt einen nach rechts. Einen hoch. Noch einen hoch. Einen nach links. Einen nach unten. Einen nach links, einen nach unten, nach links, hoch, okay. So, und jetzt kann ich den abliefern. Ich hoffe, die anderen bewegen sich jetzt nicht mehr. Okay, alles klar. Perfekt. Super. Da haben wir noch was gefunden. Hey, geil. Und hier machen wir eine Pause nach diesem kleinen Rätsel. Oder sollen wir noch schnell das Wimmelbildspiel machen? Was kriegen wir denn dann noch? Ne, wir machen hier eine Pause. Und das Wimmelbildspiel, das machen wir dann in der nächsten Folge wieder. Also, bis dahin. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Bis bald. Ciao.